Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Es ist wunderschönes Wetter. Wunderschönes Wetter heißt natürlich, es gibt eine kleine Challenge draußen. Es steht wie bekannt noch eine Revanche offen. Zum einen mit dem lieben Sascha und zum anderen mit Peter. Ja, das Ding ist, Peter hat uns irgendwo immer rasiert. Deswegen machen wir heute eine kleine Challenge, und zwar eine kleine Football-Challenge. Das heißt, wir haben drei verschiedene Challenges am Start und werden gucken, wer der Football-Champion ist. Aber davor noch ein kleines Interview, oder? So, Kian, wie fühlen Sie sich heute vor dem Spiel? Ich denke, das Wetter ist auf jeden Fall ganz gut. Das Wetter ist auf meiner Seite und ich fühle mich auch überragend heute. Ich fühle mich wirklich gut. Und ich denke auf jeden Fall, dass ich das Ding ganz klar nach Hause holen werde. Ich muss ganz klar sagen, ich habe heute scheiße gepennt. Gestern gesoffen bis um 3. Nee, bis um 5. Im Kater des Lebens heute Morgen aufgewacht. Dementsprechend setze ich heute alles auf die Restpromille, die noch in mir drin sind. Mir geht's super. Ich freue mich auf dieses Spiel heute. Gestern im Testspiel habe ich überragend gespielt. Ich bin top motiviert. Los geht's. Hat noch jemand ein Bier für mich? Die erste Challenge ganz simpel, und zwar die meisten kennen es vom Fußball, Ball hochhalten. Aber das Ganze ist mit dem Football nicht so einfach. Wir gucken, wer den Ball am längsten hochhält. Wir zählen einfach die Kontakte, oder? Ja. Wer die meisten Kontakte hat, hat das Spiel gewonnen. Ich würde mal sagen, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Du schon mal nicht. Du fängst an. Bitte. Ich fange an. 4, 5, 6. Ohne Scheiß. Vorhin, als wir geübt haben, hatte ich 100. Ja, 1000. 100.000. Wie viele wollt ihr? Ich sag, du schaffst 4 Stück. Was sagst du, Sascha? Ich sag 8. 3, 4, 5, 6. Was ist das denn? Oha! Digga, du bist selber schuld, Junge. Also, mit Krezen wäre ich noch einmal hingekommen, aber da hätte ich dich umgehauen. Also, wie viel waren das jetzt? 6 Stück, Digga. Jetzt liegt's nur noch an dir, Mann. Also, wir fangen an, ja? Ja. Sieben Stück. Und damit... ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte es auch nicht gedacht. Dass aber damit steht der Gewinner der ersten Challenge fest. Ja, darf ich anfangen? Du fängst an. Hier, okay, Peter. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück! Ey, man hat mich nicht umsonst damals in der Schule immer Football-Schädel genannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ding ist, es ist noch nicht alle Tage Abend, sagt man es so. Ja. Es stehen noch 2 Challenges offen. Und 3, 2, 1. Punkte. Okay, so sieht's aus. Was haben wir jetzt? Jeder hat 3 Versuche. Auf jeden Fall, wir versuchen, den Ball direkt von hier ins Tor zu werfen. Jeder hat 3 Versuche. Wer das Ganze am öftesten trifft, hat gewonnen. Und wie fährt die Punkte nach Hause. Fährt die Punkte nach Hause, wie vorhin. Erster Platz 3 Punkte, zweiter Platz 2 Punkte. Und der letzte Platz 1 Punkt. Du fängst schon mal an. Und du bist der Zweite und ich bin der Letzte. Nein, der muss direkt reinfliegen. Muss er direkt rein? Ja, okay, machen wir auch das. Also ein Versuch. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, der Ball darf einmal vorm Tor aufkommen. Einmal. Nicht öfter, nicht weniger. Doch, weniger schon, aber nicht öfter. Oh, Halsmaus. Nee. Fuck. Zeige ich jetzt beim ersten Versuch, wie es geht. Na. Ich versuche jetzt mal eine andere Taktik. Das klappt. Ja. Scheiße. Das heißt, wenn ich das Ganze gewinnen will, muss ich jetzt treffen. Oha. Kilian Hassel! Du bist so eine Fotze, gell? Aber ich bin ein Ehrenmann. Ich will keine Wiederholung. Hätte sie nicht bekommen. So, das ist jetzt mein letzter Wurf von den dreien. Ja. Wenn ich den treffe, dann heißt es danach wieder stechen. Richtig. Ich muss den treffen. Weil wenn ich den treffe und Bari trifft nicht, dann gibt es ein Stechen nur zwischen uns beiden. Aber ich werfe gerade ungefähr wie das letzte Stück Scheiße. Wohin werfe ich? Soll ich Sascha zuliebe machen, oder? Soll ich ihn machen? Machen. Echt? Mach ihn, aber locker lässig. Einfach so. So im Stehen. Ja, genau. Ja? Ja. Bitteschön. Nein! Nein! Bitteschön, Sascha. Ich bin letzter Platz, Leute. Stechen zwischen Kilian und Barit. Los geht's, Alter. Jetzt hab ich Muffe, Mann. Jetzt hab ich Muffe. Ohne Scheiß. Weil das Ding ist, ich muss anfangen. 1, 2, 3, 4, 5.
perfekt. Soll ich ihn wieder locker lässig machen? Oder dir noch ein bisschen. Nee, ich mach ihn locker lässig rein. Locker lässig. Ah. Mal links rein. Ah. Ja! Davor! Na. Ah, nein! Wir haben jetzt den Abstand verkürzt, weil wir beide einfach Lauch sind. Jo. 2, 3. Ja, das ist jetzt. Der war so schlecht. Der war so schlecht. Jetzt? Das ist wirklich. Bitteschön. Amen. Ich sag, das ist easy. Aktueller Punktestand: Peter 5 Punkte, Sascha 4 Punkte, ich habe 3 Punkte. Das heißt, das letzte Spiel entscheidet, wer das Ganze gewinnt. Also du kannst schon mal nicht Erster werden. Okay, dann geht's zum Stechen, aber ich werde auf jeden Fall alles geben, um nicht Letzter zu werden. Du musst gewinnen. Ich muss Erster werden. Ich muss Erster werden. Jetzt bist du auch gleich drin. Okay, Leute, kommen wir jetzt zur letzten Challenge, die auch alles entscheidet. Das wird folgendermaßen aussehen. Wir haben hier die gelbe Linie, sieht man die? Also wir werfen von hier und versuchen, die beiden Flaschen auf dem Tor auf der Latte, no homo, zu treffen. Der, wo wahrscheinlich halt beide Flaschen trifft, hat 2 Punkte. Der, wo eine trifft, hat 1 Punkt. Der, wo keine trifft, hat 0 Punkte. Und so entscheidet sich das nachher dann auch, falls es zum Stechen kommt, wer halt jetzt hier gewinnt oder nicht. Jeder hat 3 Versuche, muss man noch erwähnen. Schnick, schnack, schnuck. Oh, scheiße, ich bin der Erste. Du bist als Erstes. Fangen wir doch mal mit dem linken an, mit der linken Flasche. Ja, aber auf entspannt. Oh, ich meinte die rechte. Aber ja, man muss auch dazu sagen, du hast eine leichte Rechts-Links-Schwäche. Stimmt, und farbenblind bin ich auch. Peter, locker, easy. Ja, auf entspannt. Wenn ihr meint, es zählt nicht, okay. 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 Zählt nicht. Oh Gott, Kilian, du kannst schon mal nicht mehr Erster werden. Ist das bewusst, Digga? Zählt ja nicht. Hätte ich das vorhin zählen lassen, dann hättest du jetzt schon 2 Punkte, mein Freund. Ja. Ja? Aber? Dann wäre ich auch nur auf Platte gegangen mit Vollgas. In diesem Sinne muss ich mich verabschieden. Was will ich machen? Ihr habt es gesehen, Mann. Was will ich machen? Peter ist jetzt automatisch schon mal 2, also ist safe 2. Das heißt, du hast schon mal 2 Punkte, du hast 7 davor. Das heißt, selbst wenn ich jetzt 2 Flaschen treffe und gewinne, habe ich mit Peter Gleichstand. Jawohl. Digga, es war von der, ich glaube von der Richtung gut, aber von der Höhe nicht, ey. Ist schwieriger als gedacht, irgendwie so auf so Flaschen zu werfen. Könnten wir eigentlich auch Peter auf die Latte stellen. Die Flasche. Ja! Komm, ich mach für die Cam alles oder nichts. Ich hau jetzt volle Kanne drauf, dass die Flasche in alle Richtungen fetzt. Aber wenn ich nicht treffe, dann treff ich ja nicht, logisch. Ja, somit steht der Sieger fest. Weil Kilian könnte noch Zweiter werden, muss man sagen. Sehr klar, ne? Oh, Kilian. Mit dem Werfen war es nicht so, ne? Okay, jetzt mach den jetzt auf entspannt. Nimm den zweiten Platz mit nach Hause. Ja. Auf entspannt. Eigene Videoidee, aber. Aber letzter Platz, ne? So, Kilian. Yo, Jungs, lasst mal bitte Football-Challenge drehen. Übel nice, Mann. Ich mach euch fertig. Dauert auch nicht lang, Bros. Yo, ihr habt's gesehen, Mann. Ich hatte keine Chance, aber ich hab mir echt Mühe gegeben. Ja. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Schaut bei den beiden Jungs vorbei. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt auf jeden Fall noch eine Revanche, weil das kann ich nicht so offen stehen lassen. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao. Ach, Scheiße.